Chibi. Oh, wie süß. Benjamin und Baloo werden Kumpel. Oh. Bei Sims 3 gibt's ja auch. Echt? Weiß ich nicht. Also ich kann es ja nicht sagen. Ich kenne es nur von Origin. Auf Instant Gaming. Ja, ja, auf Instant Gaming, klar. Wie geht's mir? Mir geht's gut soweit. Ich habe zwar, wie gesagt, Rufdienst. Das heißt, ich könnte jederzeit irgendwie abgezogen werden. Aber ich dachte, jetzt habe ich hier so ein bisschen Haushalt gemacht, dies, das. Und jetzt dachte ich, zocke ich einfach mal eine Runde. Erreiche Level 3 der Videospielfähigkeit. Spiel spielen. Sims Forever. Kennst du Gangbeasts? Ja, kenne ich. Wieso? Buff Prime. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, es ist genau das Richtige für dich. Danke. Sims können jetzt berühmt werden. Es gibt verschiedene, ein Promi zu werden, um deine Sims-Fähigkeiten verbessern und seiner Karriere voranschreiten. Öffnen sich neue Wege zu Ruhm. Dein Sim kann zum Beispiel berühmt werden, indem er die Schauspielkarriere einschlägt oder die Medienproduktionsfähigkeit an der Video- oder Musikstation erhöht. Medienproduktionsfähigkeit an der Video- oder Musikstation. Video- oder Musikstation? Warte mal. Videospiele, Videowagen mit Videoausrüstung. Nicht genug Geld. Station. Kasse. Preiswerte stationäre Kamera. Streaming Drohne, Messe und dies, das, Röntgenapparat. Stationäre Kamera. Gibt's noch was für Streaming? Streaming. Streaming Zone. Ach, guck hier. Videostation, reichhaltige Auswahl. Ah, boah, 1700. Mit dieser Videostation kannst du Videos fürs Internet erstellen. Kreiere traurige Videos, kreiere inspirierende Videos, gib Modetipps, bewerte Spielesachen. Kauf zuerst einen Stuhl. Ja, Gangbeast macht Spaß, wenn man das mit Leuten zusammenspielt. Das ist super, ja. Nichts ist cooler als der Cookie. Hallo, Frau Muschel. Frau Muschel, ihr wart gerade zu Besuch. Ich habe die ganzen Sims mal so ein bisschen umgezogen in das neue Gebiet hier. Und ich glaube, ihr wohnt irgendwo nebenan und ihr wart gerade zu Besuch, als wir hier eingezogen sind. Ich hoffe, dir geht's gut, wie ich den Streamanfang verpasst habe. Ja, voll krass. Frag doch die Bank, ob du Geld bekommst. Na, ich gehe einfach die nächsten Tage arbeiten und dann kriegen wir ja wieder Geld. Was ist mit ihm? Achso, wegen dem Obstkuchen, den hier Frau Niesmuschel hergestellt hat, glaube ich. Ah ne, von Sparrow hergestellt, haben wir jetzt alle Magenschmerzen. Okay. Minuten verpasst. Ja, die muss wohl nachholen. Nick, was sind das für coole Emotes? Sag mal. Flip Switch Derp. Sieht cool aus. So, boah, eine Videostation. In die Ecke nies. Guten Tag, Herr Sparrow. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, da ich sehe gerade einen Tippfehler. Da steht ja das mit einem S. Das muss ja mit zwei S sein. Das muss ich mal, ne? Und so ändern.
Soziale Medienstatus aktualisieren. Kannst du es hier? Ach, gucke. Huch! Alessia Weber möchte vorbeikommen. Wer ist das? Kenne ich nicht. So, soziale Medienstatus aktualisieren. Der Betreiber der Videospiele für ja die Fertigkeit. Der Flo, hallöchen. Guten Tag. Aber das erste Mal seit einer Woche laufen. Dass das an der Stelle ist korrekt. Wenn ihr mal ein Schaf seht, das... Ach ja, stimmt. Hast recht. Oh Gott, ich habe irgendeine Krankheit. Albern wegen Krankheit. Scheiße. Spino? Ja, Fruits. Singen, üben, Schirm öffnen. Irgendwie hatten wir doch Medizin, oder? Mal gekauft. Hm. Oh, egal. Stimmt. Was möchtest du, Baloo? Was ist los? Sebastian, du kannst doch mal bestimmt einkaufen. Reisen, Sozial, Unterhaltung. Hm. Ja, abgeht. Geh doch mal bitte, hier mit, warum kann er denn nicht mit ihm Tierpflege spazieren gehen? Hier einen mittleren Spaziergang. Los, ab, raus mit dem Hund. Der muss kacken. Hast du heute nicht Rufdienst? Ja, habe ich. Ich habe heute Rufdienst. Der Hund hat am meisten an. Ja. Guck, jetzt hat er sowas. Jetzt ist er auch krank. Oh Mann. In-game untenrum was an, in real life nur oben rum. Ja, ja. Was ist nur mit Baufrei? Nix ist mit Baufrei. Gibt nichts. So, die beiden gehen spazieren, das ist gut. Während ich hier Videospiele spiele. Muss Level 3 erreichen für den Job. Hier, guck, hier geht es viel besser mit dem Spazierengehen und so. Das hat mich bei dem Apartment immer mega... Oh, ein Megastar. Hat mich bei dem Apartment immer mega genervt. Das hat so ein bisschen rumgebackt zusammen mit den Tierchen. Das wollte er immer nicht so richtig. Leere Versprechung. Los, Level 3. Juhu. So, dann brauchen wir noch 1000 Follower. 1000 Follower. Soziales Netzwerk. Witze mit Followern teilen. Bild teilen. Soziale Medienstatus aktualisieren. Werben. Ah, komm, hier noch ein paar Witze teilen. Geht eine dicke Frau in eine Bäckerei und sagt, ich möchte gerne rumkugeln. Darauf der Bäcker, aber nicht in meinem Laden. Der Enno. Guten Tag, Herr Enno, und guten Tag auch Frau Chili Pfeffer. Hallöchen. Nicht einschlafen.
Hallo Felix, Mensch, wie sie jetzt alle reinschneiden hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr habt einen wundervollen Samstag, ihr lieben Schnuffelhasen. So, da muss ich mal was bestellen hier. Bestellung. Kristalle kaufen, Geschenke kaufen, Medizin kaufen. Oh shit, das kostet aber viel. Halli, hallo, hallo, old. Halli, hallo, hallöle. Herr Felix, vielen, 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 vielen Dank für deinen 20. Subbledy-Bubbledy-Boo. Ja, vielen Dank, mein lieber Felix, für deine Subskription. Voll lieb von dir, dass du das immer noch machst. Immer noch. Ab Sonntag. Ist trotzdem alles prima. Trotzdem prima? Trotz Samstag prima? Gerade weil es Sonntag ist, ist doch prima, oder? Hm? Benjamin sollte einen Weg finden, um sein Netzwerk zu erweitern. Oh, ich bin nicht mehr krank. Okay, hätte ich gar keine Medizin kaufen müssen. Jetzt zieh dir doch mal was an, Junge. Heute ist Sonntag. Ja, hallo, Deathjack, moin. Habe ich dich überlesen? Warst du vorher schon da? Wo du... Hast du... Ich bin müde? Was los, Flo? Sonntag und wie immer kein Hallo sagt. Du hast davor gar nichts geschrieben? Ach doch, da. Oh. Habe ich... Entschuldigung, tut mir leid, Deathjack. Hallöchen, ich hoffe, dir geht's gut. Und du hast einen schönen Sonntag bisher. Damit ich mir mein Kfz leisten kann, subskribierst du, das ist voll lieb. Jetzt höre auf, diesen ekelhaften Kuchen von Herrn Sparrow zu essen. Der macht dir nur wieder Magenschmerzen. Ja, siehst du? Oh. Toll. Samstag wäre klasse, Sonntag ist noch prima. Ja, okay, habe ich verstanden. Ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ein bisschen verwirrt bin ich. Wie lange der Herr Sebastian weg ist? Krass. Bürsten, ableinen, Kumpel werden. Wo sind die denn zur Hölle? Krass. Wie viele Häuser hier sind, aber es können nur ganz wenige Sims tatsächlich hier einziehen. Was verwirrt dich? Ich habe heute den ersten Rufdienst in der neuen Klinik und ich hatte vorher nie... In der anderen Klinik hatte ich immer nur Bereitschaftsdienste, also wenn ich den Dienst hatte, war ich auch da und habe sozusagen gearbeitet. Und... Jetzt ist es halt so, dass ich angerufen werden kann, jederzeit, bis morgen um 7.30 Uhr. Und dann sagen die, jo, komm mal auf Arbeit. Wie es weiß, dass Baron nicht backen kann, ja. Hausmannskoch, Futterrezept. Ach so, kann ich wieder. Kein Geld. Wie wir nur 2 Dollar noch übrig haben. Scheiße. Wir müssen unbedingt arbeiten gehen. Unbedingt müssen wir arbeiten gehen. Cerealien. Der ist mit der Spritzmatik garniert. Oh Gott. Das ist eine Umstellung. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Der ist so verkrampft gelaufen, weil er Pipi musste. So, was ist hier mit ihm? Traut es Heimglück allein? Ach, gucke. Energie geladen. Guter Spaziergang, ein strammer Marsch tut Hund und Halter gut. Jetzt geht dein Geschäft erledigen, das du die ganze Zeit nicht machen konntest, während wir spazieren waren. Armer Hund. Ja,
Wenn also das Handy klingelt, wird spontan der Stream abgebrochen. Ja, so ist das. So, aber nicht auf der Terrasse, Freundchen. Sonst gibt's aber auch nicht direkt vor der Treppe, sag mal. Oh Gott. Was ist mit Thanes los, sag mal? Was ist mit ihm? Was ist mit dem Mann? Oh nee. Oh, muss das hier direkt auf den Fliesen sein, Balu? Mann. Toll. Ja, wegwerfen. Aufwischen. Nein. So. Du. An Lieblingsstelle kratzen. Er hat sich aus Versehen im Darkroom auf den Kaktus gesetzt. Was? Wenn ich jetzt anrufe, gehst du... Nee, du bist ja nicht meine Arbeit. Gott sei Dank. Der Busfahrer meinte, ich solle während der Fahrt nicht mit ihm sprechen. Dann hielt ich ihm kleine Zettelchen vors Gesicht. War auch wieder falsch. Tja, das ist schwierig, Herr Enno. Komm, wir machen hier mal ein Foto. Ganz besonderen Schmatzer geben. Simstagram-Tier. Wie er alles voll macht, ja. Ja, Balu, ich habe leider kein Geld für Essen. Scheiße, es ist Sonntag, aber morgen gehen wir wieder arbeiten. Huch, achso. Hallo? Voll das schöne Bild von Balu. Wie man sieht. Lass mich. Du musst Essen kaufen. Ja, ich habe aber kein Geld. Wir sind ja gerade umgezogen. Komm, wir spielen stattdessen. Ich bin aber... Balu würde mich niemals beißen. Sparrow, ein spärlichst beleuchteter Raum für Sexualkontakt. Guck hier, der Tarn ist... Was ist der denn da? Erdnussbuttergelee. Jetzt haben wir nur noch 2 Dollar statt 5. Geil. Ja, genau, der Nick. Scheiße. Balu, wir kaufen dir morgen wieder Essen, wenn wir Geld nach Hause gebracht haben. Okay? Der arme Hund. Genau, wir können uns auch mal ein bisschen unterhalten. Über Kollegen tratschen. Witz über Marsmenschen erzählen. Kennenlernen. Erstmal den Thanes kennenlernen. Über Spielstrategie diskutieren. Über Obstkuchen beschweren. Erstmal über Spiros Obstkuchen lästern. Simoleon, stimmt. Oh mein Gott, es tut mir so leid, Balu. Oh mein Gott. Scheiße. Oh Mann. Boah, warte mal. Scheiße. Inventar. Weglegen.
Sorry, aber ich muss mal kurz was verkaufen. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe noch was im Inventar. Oh mein Gott, warte kurz. Ja, das kann ich verkaufen für 150. Oh, Gott sei Dank. Komm hier. Baloo. Komm her. Da, guck. Futter für Baloo. Und jetzt interessiert sie nicht. Erinnerung. Was steht denn da? Muss man die Schrift... Kaufjet Session 4 den Wotzi, sonst Comic in XD. Ich habe ja schon Essen für den Wotzi gekauft. Herr Enno, vielen, vielen, vielen Dank für die 5 Euronen. Dafür kaufe ich mir jetzt Ingame Simoleons und dann kann ich Essen für den Wotzi kaufen. Danke dir, mein Lieber. Voll, voll lieb. Armer Doggo. Ja, guck, ich hab doch. Guck hier. In Welt platzieren. Jawohl, da können wir mal Medizin nehmen, falls wir es brauchen. Und der Hund hat alles aufgefuttert. Weh, du gibst sie woanders hin. Ja, nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. So, Abendessen servieren, Tierrezept kochen. Hausmannskost, Futterrezept für Baloo kochen. Ein Fischkuchen mit Rindfleisch und Hühnchen. Das werde ich jetzt machen. Für Baloo, weil er so traurig war. Guck mal hier, spürbare Liebe. Oh Mann, ey. So lustig, den Sims beim Kochen zuzugucken, wenn sie noch schlecht sind. Ja, aber das habe ich ja noch nie gesehen, wie er seinen Futternapf dann nimmt und dann mitten. Also, das ist ja schon ein bisschen süß gemacht, ne? Ah, Basumu. Mal wegschauen, wenn ihr mit dem Messer rumhantiert. Ja. Ja, allerdings. Ah, ich bin voll der Sternekoch. Aber guck, es sieht bestimmt wunderschön aus. Oh, guck hier. Das für dich, Baloo. Lass dir schmecken. Qualität normal. Sebastian kann jetzt mit anderen Sims über Tanztechniken reden und auf der Tanzfläche mit dem Pump-Move glänzen. Jawohl. Der Sebastian. Oh, der muss auch die Medizin nehmen. Komm her. Bevor du schlafen gehst. Tanes tanzen, ja. Danke für die Infos, Wett. Was für Infos? Es schmeckt anscheinend. Ja, ich weiß nicht, seit wann der Herr Tarnes tanzwütig ist. Auf jeden Fall kann er jetzt in sein pinkes Bettchen gehen und schlafen. Und meiner will anscheinend noch was futtern und dann geht er hinterher auch schlafen. Speckersatz Salat-Tomaten-Sandwich. Speckersatz. Quacks in us. Oh, was ist los? Immer noch traurig, weil es Essen alle ist wahrscheinlich. Chorik? Dabei ist es ausgezeichnete Qualität. Tarnes seine Beine wie seine Zunge bewegt, wird er ganz schnell. Er wird das ein Knoten. Oha, worüber redet ihr denn bitte?
Warum mag ich kein vegetarisches Essen oder was ist das Problem? Wie er sich zu Tarnis ins Zimmer legt. Weiß gar nicht, warum er nicht dahin geht, aber gut. Beanspruchen und schlafen. Was? Doch du das letztens? Was? So, ich muss um 10 anfangen, der Herr Tarnis muss um 9 anfangen. Balu ist verliebt. Hä? An wen bist du denn verliebt, Balu? Boah, Feuerherzen. Was ist los mit ihm? Naja. So, Hunger, Hunger. Bitte serviere Frühstück. Rührei mit Speck. Und dann wasch dich bitte hinterher. Herr Tarnis muss noch zum Sport. Guck mal, der Balu ist irgendwie rollig. Was ist los mit ihm? Was los mit ihm? Ja, er muss in einer Stunde zur Arbeit. Von zu Hause arbeiten. Bezahlten Urlaub nehmen. Er will sich paaren mit einer Hundelady. Ja, scheinbar. So ein bisschen wie Grace ist er gerade, ne? Ja, Herr Tarnis muss erstmal Rührei machen und dann kann er duschen und dann muss er arbeiten. Das geht hier immer so fix, ne? Die kochen so 2 Stunden lang und duschen auch 3 Stunden lang oder so. Im Zweifelsfall geht auch ein Bein. Bestimmt, ja. Oh. Muss hier Pipi. Los, ab aufs Klo. Was haben die denn hier immer über Kollegen tratschen? Ist irgendwie... Level 2 der Kochfähigkeit. Dann kann ich ja schnell duschen, während der Herr Sebastian isst. Dann kann Herr Sebastian aber nicht mehr duschen. Der schafft es nicht mehr zu duschen, er hat nur noch 10 Minuten. Hä? Achso, der ist ja auch nicht so unhygienisch. Mit sich selbst reden. Jawohl. Na komm, dann kann ich ja eine erfrischende Dusche nehmen. Während der Herr Sebastian, was ist denn los? Ja, ich gehe auch zur Arbeit. Herr Tarnis, geh bitte arbeiten. Es ist 9.15 Uhr. Ah, hier muss ich das klicken, ne? Zur Arbeit gehen. Los, ab zur Arbeit! Zack, zack, zack. Schön mit Druck auf der Blase und nicht geduscht geht Herr Tarnis arbeiten. Er rennt zur Arbeit. Jawohl. Ich habe noch eine halbe Stunde. Ich habe noch Hunger. Ich noch ein Rührei mit Speck essen. Ja, jawohl. Na. War Liegestütze im Bad. Grace ist nur noch schmusig. Dogo will Aufmerksamkeit. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt gerade keine Zeit für Aufmerksamkeit.